The Evil Within, Folge 51, willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg zum... zum Krankenwagen, um Josef Hilfsmittel zukommen zu lassen oder Medikamente. Oh, jetzt hat die mich auch noch gesehen. Natürlich, ja, natürlich, Basti. Lad doch noch nach. Die steht doch nur vor dir mit der Knarre. Und er hat es nicht mitbekommen. Das ist natürlich schön. Weil so viel Munition haben wir nämlich auch nicht mehr. Boah. Boah, nee, oder? Wollte eigentlich nicht mehr in den Nahkampf gehen, aber... Du gehst mir auf den Sender! Hast du mich jetzt verstanden? Verstehst du jetzt mich? Endlich, was ich damit sagen will? Entschuldigung. Auf jeden Fall war es nicht schön, weil wir jetzt, ein wenig sollte vielleicht noch mal sterben und noch mal neu anfangen, weil mit dem Leben, was wir jetzt haben, kommen wir, glaube ich, nicht sehr weit. Das kommt immer vom Trinken. Da muss ich mal so ein bisschen aufstoßen. Das kennt ihr bestimmt auch. Wir haben nichts. Wir haben so gut wie gar nichts haben wir. Können wir denn ein paar Bolzen herstellen? Geht das irgendwie? Haben wir noch ein paar Waffenteile? Nee. Na toll. Und den Feuerbolzen habe ich daneben geschossen. Den Giftbolzen hat gar nichts gebracht, so wie das aussah vorhin. Den wir ausprobieren wollten. Doch, in der Magnum haben wir noch einen Schuss. Wow. Ein Schuss. Wow. Okay. Oh, da liegt noch Muni. Sehr schön. Da haben die Entwickler bestimmt... Oh nein. Schieße ich an dem Ochsen auch noch vorbei. Dass wir das Dynamit aber auch nicht aufnehmen können, ne? Normalerweise müsste man das aufnehmen können. Das wäre viel, viel besser. Wir ihn da hinten vielleicht irgendwie hinterrücks erledigen. Das wäre natürlich super. Natürlich sieht er uns. Natürlich hat er uns gesehen. Oh, dir fehlt da was. Ja, dem hat da irgendwas gefehlt. Das sah zumindest danach aus. Irgendeiner sieht uns schon wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Mutter! Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich bin tot, so gut wie tot. Ja, komm, schieß. Das müssen wir nochmal neu machen, weil der Anfang war ein bisschen blöd, dass ich da unheimlich drauf geprügelt habe auf den einen Typen da. Das hat nämlich unheimlich Leben gekostet. Und wenn ich mich recht irre, wenn wir sterben und den Kontrollpunkt neu laden müssen, glaube ich, kriegen wir voller Energie, oder? Oder bin ich da falsch im Bilde? Kapitel 12, die Fahrt. Sind wir übrigens jetzt? Ja, zumindest haben wir mehr Leben wie vorher. So, und ich schaue mich nochmal um. Vielleicht liegt hier doch noch Munition hier. Könnte ja gut sein. Da liegt zum Beispiel eine Flasche. Hier liegen Streichhölzer. Hier liegt noch ein Explosivbolzen, eine Flasche, die ich gleich vielleicht nochmal aufnehme. Ich schaue nochmal hier eben. Mein Gott, und der Bus, der sah so toll aus. Okay, hier kann ich nicht lang. Okay, ich weiß, da vorne war auf jeden Fall noch ein bisschen Haargel am liegen. Das ist blöd, weil da stehen zwei.
Vielleicht kann ich die ja beide ins Fass locken. Wenn ich jetzt die Flasche wiederfinden würde. Jetzt haben wir nicht, der hat die unter das Auto gekegelt. Auch das gibt's doch jetzt nicht, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Der Soundtrack ist auch gerade sehr, sehr geil. Auch nee, ne? Mutter. Entschuldigung. Das war ja ganz intelligent. Ich will unbedingt... Ich habe das Gefühl, hier turnt jemand rum. Das war knapp. Das war ganz schön knapp, war das. Aber wenigstens ist die schon mal weg. Das heißt, wir können uns jetzt Fetti schnappen. Wer guckt? Ich krieg dich. Ich krieg dich, mach dich alle. Wo ist er hin? Hat er uns vielleicht auch schon gesehen gerade? Dass er uns jetzt hinterher rennt? Tatsache, das gibt's doch nicht. Er ist auch ein Schnelldenker. So wie die anderen auch. Komm, 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 Basti, komm, Basti. Komm, Basti, wir müssen da den Typen erledigen. Sehr schön. Läuft besser wie vorher, auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Und somit haben wir schon mal weniger Stress. Crimson City Center. Local Terrific. Hier lag das Haargel, ne? Und da hinten auch. Oh, ich sehe es gerade. Vielleicht können wir ja hier sogar drunter... Nein, natürlich nicht. Wir müssen hier lang. Das ist natürlich mies. Aber vielleicht kann ich die beiden ja in die Bombe locken. Ach, ich kann den drunter... Ah, okay. Halleluja. Ach so, ich kann hier zwischen. Ach so. Ach so. Oh, hier liegt eine Spritze. Wie aufmerksam. Hier liegen wieder Streichhölzer, die wir nicht aufnehmen können. Hagel. Ach ja, und ihr solltet mich natürlich dran erinnern, nicht vergessen, ne, dass wir die Sprengbolzen oder die Feuerbolzen dann verbessern. Ich habe gerade eigentlich eine super Idee, aber dazu müssen die alle dicht beieinander stehen, die Typen. Weil sonst funktioniert das nicht, aber ich sehe... Das Problem ist, man sieht aber auch hier nichts, weil die Autos so alles verdecken. Komm her, ich mach dich alle. Komm her, ich mach dich alle. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da hat mich keiner gesehen von den beiden, das ist schon mal super. Der eine kommt gerade ein bisschen näher. Da hinten sehe ich noch jemanden. Habe ich gerade, wo die Politesse ist. Würde mir echt stinken, so mein Geld auf der Straße zu verdienen. Entschuldigung. Ach, da sind noch drei da hinten. Heiliger Strohsack. Ich schnapp mir jetzt erstmal die hier rechts ist. Und dann die anderen. Oder ihn, das ist ja ein er. Ich dachte, das wäre eine sie.
Los, 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 Basti, los, Basti, los, Basti, los. Die anderen sehen mich doch jetzt, oder? Oder auch nicht, schauen wir mal. Das hat doch schon mal so gut. Eine Patrone fürs Scharfschützengewehr. Wir werden mal wieder überhäuft von Munition. Zucken die auf der Straße aus? So, die Politessen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie so eine Konfrontation gehabt mit einer. Ja, die beiden werden ein bisschen schwieriger. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Nein, das glaube ich jetzt nicht, ne? Toll, nur der eine. Super. Bier! Och nö, die leben ja alle noch. Nein, die hat mich gesehen. Nein, die hat mich gesehen. Nein, die hat mich gesehen. 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 Scheiße, die hat mich gesehen. Die hat mich gesehen. Scheiße, die hat mich gesehen. Nein, wenn die jetzt hier langkommt. Nein, 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 du kommst hier. Mann, Basti, dreht. Mann, streck doch nicht deinen Hintern da. Basti. Ja, geil, 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 geil. Na, Lady, netten Hintern hast du. Wie höflich, dass du noch ein bisschen Munition fallen lässt. Aber seit wann tragen Politessen Schusswaffen? In Crimson City ist alles möglich. So, jetzt kann ich natürlich ganz easy den einen Typen erledigen, der hier mal hochschleicht. Boah, diese Dramatik gerade mit dieser Musik, das ist auch total cool gemacht. Bis jetzt kommen wir eigentlich relativ gut durch. Da läuft er. Ich sehe ihn. Der schlängelt da so lang. Na, drehst du dich um? Drehst du dich um? Drehst du dich um? Da hinten ist auch noch jemand. Gehst du weiter? Sehr schön. Immer schön weitergehen. Immer schön weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. 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 Dass er aber auch immer wieder seinen Hintern ihm vorstrecken muss. Ich verstehe sowas nicht. Kommt jetzt hin? Ich hoffe ja. Problem ist aber, dass ist in die Falle gelaufen. Wie geil ist das denn? Ist sie in die Falle gelaufen? Wie geil ist das denn? Wow! Wow! Alter, voll. Uah, uah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Uah. Uah, wo war. Uah, wo war der. Uah. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen oder was? Wieso hat er mich denn jetzt so gesehen? Ich mach euch alle. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Toll, wir haben so gut vorgekämpft. Und alles und trotzdem irgendwie so eine Scheiße aber auch, ey. So ein Mist, so eine Kacke. Ist alles so gut. Ist alles so gut. Kriegst einen auf die Birne. Ja, da guckst du, ne? Oh Mann! Oh Mann!
Bleib doch mal stehen, wenn ich mit dir rede. Naja, zwei Schüsse daneben. Einer getroffen. Das ist natürlich supi. So, jetzt mal gucken, wo die anderen alle sind. Der eine turnt da hinten irgendwo rum. Den hat es irgendwie da hinten hingeschlagen. La 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 la. Wenigstens ist es, glaube ich, nur noch der eine. Glaube ich zum... Ach, da oben. Ach, da oben. Da steht ein Scharfschütze. Den habe ich gar nicht gesehen. Da oben. Stimmt. Jetzt sehe ich ihn. Oh, ich muss nachladen. Nein, Basti. Willst du mich verarschen? Musste der nachladen? Ist jetzt. Ist doch gar nicht so ein Witz, oder? Na, du. Komm zu Papa. Komm hier. Komm. Oh. Du kannst mich nicht sehen. Das ist ein undurchsichtiges Fass. Yeah, Baby. Sehr schön. So, der... eine Spritze. So, und das heißt, hier haben wir wieder Haargel. Und ich glaube, das war es jetzt erst soweit erstmal gewesen mit den Typen. Das sieht ein bisschen danach aus, als würden wir hier gleich kämpfen, oder? Hallo, ich bin am Krankenwagen. Oh nein. YMCA did it. Entschuldigung. Ja, ein leuchtendes Auge. Ich weiß jetzt gar nicht, was es mit den Leuchten auf sich hat. Und warum dreht er sich jetzt nicht um? Aber das ist doch gemein. Das gilt nicht. Der dreht sich nicht um. Das heißt, ich muss ihn ja erledigen. Kopfschmerzen. Da hilft was dagegen. Kugeln. Kugeln helfen dagegen. Und er hat natürlich nichts liegen lassen, ist klar. Aber hey, wir sind am Krankenwagen. Ich hatte es ja versprochen gehabt. Na, wirst du wohl? Oh, Moment, just a moment. Moment, ich habe da was nämlich beinahe übersehen. Ein Kartenfragment und eine Spritze. Und wir werden mal eben die Spritze nehmen. Jawohl. Wir haben es ja. Sehr schön, sehr nice. Und die Medikamente. Blutstillender Verband. Ein Blut... Gerinnungsmittel für den Notfall, um Wunden behandeln zu können. Der Verband erhält Medikamente und lässt sie problemlos anlegen. Blood Block. Okay. Ein Kontrollpunkt. Und ich würde sagen, in einer weiteren Folge gehen wir zurück zu Josef und übergeben ihm die Medikamente oder beziehungsweise den Blood Block. Und schauen mal, was uns auf dem Rückweg so erwartet. Und ihr solltet morgen wieder einschalten um 17 Uhr. Macht's gut. Ciao.